Oh. So, ich nehme am PC auf, nur dass du es weißt. Na dann. Jetzt haben wir Kontakt mit anderen Leuten, das heißt mit irgendwelchen Vollidioten. Ist so Tim getrennt, schade. Nein, Tim! Tim! Der lebt halt auch nicht. Ja. Das ja. Ja, wir müssen eh Richtung ATM gehen. Nee, kriegst kein Geld. Geh nach Hause. Wegen Gang meine ich. Achso. Sonst hätte ich gesagt, ich mache halt einfach wieder Turtles fahren, wenn die anderen beiden nicht mehr kommen. Hört sich gut an. Ich glaube nämlich nicht, dass die wiederkommen. Ich auch nicht. Weißt du, das sagen sie alle zu. Na, Sendo Kai ist ganz weg. Offline. Ja, der hat ja gesagt, der restartet den Computer. Achso. Ich glaube nicht, dass der wiederkommt. So, ich mach mal eine Gang. Und ich gebe dir jetzt das Geld, bin ich endlich wieder schuldenfrei. 160.000. Waren das ja in etwas? Z. Ja, du kannst dann auch reingehen. 160, 1, 2, 3. Jetzt bin ich wieder arm. Oh. User joined your channel. Join group. Weißt du, eben wächst deine Tüte und jetzt wächst er so. 1000. Nur noch 200k, dann habe ich nicht. Mal mit 2 Mille. Ganz Store. TAG Esther. Keine Kativa. Hast du die rausgenommen oder ist das jetzt eine Rebel-Waffe, die du nur als White gelistet hast? Rebel. Alter, nur das ACO und das Holosight, die sind total behindert. Und eine Taschenlampe. Oh, eine Taschenlampe. Die kann ich bei mir drauf machen, einfach nur weil ich es kann. Geil. Oh, ich habe schon eine drauf, oder? Ah ne, die ist gerade drauf. Oh, jetzt kann ich leuchten. Sehr geil. Brian verbunden, wow. Jetzt kommen anscheinend gerade alle drauf. Okay, also ist der Black Knight jetzt der ganze. Ich habe erfahren, ich glaube, ich dürfte jetzt auch gleich drauf kommen. Okay. Hat jemand an deiner Internetleitung genagt oder draufgepullert oder so? Genagt ist so ungefähr richtig. Mein Vater hat einen Receiver drüben stehen, der Fernseh macht oder für schönes Fernsehbild sorgt. Das zieht er allerdings mit enormem Datenvolumen aus dem Internet. Oh, na gut, dann ist es klar. Da bist du erstmal hinter dem Bar gepfeffert und gesagt, so nicht, mein Freundchen. So nicht. Was erlaubst du dir? Wer bist du überhaupt? Ich meine, ich lass ihm gerne so drüben mit drei Rechnern WoW spielen darf, aber... Ist der so gut, dass der mit drei gleichzeitig spielen kann? Nicht wirklich. Okay. Ich hoffe, der stand gerade hinter dir. Nein. Ja, schade. So, fliegen wir jetzt in den Norden. Brian kicked off the server. Ping too high. 141. Alter, das immer ist irgendwas. Weißt du, der ist den ganzen Tag drauf und dann geht's abends nicht. Vielleicht hat er auch eine Familie. Aber ich weiß nicht. Familie? Nee, hat er nicht. Ich glaub mir. Der ist alleinerziehend. Er hat sich allein erzogen. Ja, das wollte ich damit sagen. Und jetzt kommt Tim statt ihm drauf. Naja, nehmen wir Tim mit. Okay. Ja, los, nehmt dann. Die mit, aber nehmt sie bitte unter der Voraussetzung mit, ihr schmeißt den Heli, schmeißt den Außenheli und das ohne Fallschirm. Brian verbunden, haut's jetzt nochmal. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Wir fliegen. Denn da kann man immer draußen nackte Frauen sehen. Lol. Hast du das auch gerade bekommen? Nur Entry Config bin? Ja. Okay, komm, mach ich mal. Keine Ahnung, was das sein soll. Seltsam. Fliegen wir jetzt mal ganz hoch, oder? Das sind zwei Garagen, lol. Ja, ja. Auto und da oben ist jetzt eine eigene kleine Stadt. Oh, dort können sich die Rebellen ausrüsten, ohne dass die irgendwie Angst haben müssen, dass die Boulder hinkommen, außer die Raiden mit mehr als 5 Leuten. Und Brian, was er war nicht. 6 Leute? Da steht ein Geländewagen. Ja. Ja, ist egal, ist safe so. Das ist ein ATM. Geländewagen. Weil ich... Ja, erstmal hier landen, dann können wir in den Tanken fliegen und dann gucken wir mal, wer noch so drauf kommt. Und die bockt mich gerade einmal.
Echt? Ja. Geil. Ja, das ist das erste Mal, dass ich so richtig Lust drauf habe. Ja, ich auch. Also nicht das erste Mal, aber... Ich werde das Ding jetzt so dagegen setzen, ich weiß es schon. Ja. Alter, Alter. Wow. Das war gekonnt, oder? Wow. Ja, aber ich dachte im letzten Moment, das machst du jetzt lieber nicht, das wird zu kurz. Nee. Was hast du getan? Ich bin der Mauer ausgewichen mit dem Orca. Ach, guck mal, Rebel Trial Evo ist so hier. Aha. Bis, ja, und Mauer, Orca, Hubschrauber, passt doch. Der hat seine Tür verloren, oder? Nee, die ist nie den da, bei dem Rebellen. Okay. Der in der Wagen. Ja, aber können wir uns mal angucken. Soll ich mich auch als Rebell bewerben? Ich weiß es nicht. Naja, ich will's... Nein, du willst Geld Rebel, Rebel Exotic. Hier rennen anscheinend schon Rebellen rum. Cool. Ja, aber die normalen Rebellenfahrzeuge haben doch Türen. Also ich habe da auch welche gehabt. Nee, ich habe keine gehabt. Okay. Nee, das, du die, also ho holen was, raus. Von was ja, von Fahrzeugen reden wir jetzt? Vom Offroader? Der Rebellen-Offroader. Das Hallo. Ist Buggy. Also der Hallo. Hat Hallo. Manchmal Türen, manchmal keine. Sound muted. Was hattest du gerade gesagt? Ja, ja, wir haben alles, das passt. Nein, nein, danke. Hier, dir fehlt aber noch ein Visier. Mit dem Ironside kann man ja so schlecht schießen. Willst du eine ASIO kaufen? Ich kann das. Kann er nicht. Okay. Wie teuer wäre das RCO? Warte, ich muss kurz nachgucken. Okay. Kauf mir die jetzt schnell eins. Ich kann sie auch kaufen, ist mir egal. Ich habe ein bisschen Geld mit. Ich will jetzt keine unendlichen Kosten nach sich ziehen. Wie viel hast du gerade mit? Gar nichts, aber da hinten ist ein ATM. Ja, dann kommen wir gleich wieder, dann, ja, dann holen wir das Geld wieder, schnell. Holen wir das Geld schnell. Ja, okay. Oder ist das Verhandlungsbasis? Also Verhandlungs ich hätte jetzt 6700 Bar auf die Hand. Ah, dann machen wir ja Verluste. Ah, okay, schade. Ich dachte, das ist so ein bisschen Verhandlungsbasis. Ja, dann holen wir mal das Geld. Die Leute haben Waffen, die verhandeln nicht. Das ist ja, ja cool, vor allem, ne? Wir kommen mit einem Orca an und handeln wegen 2000 oder so. Du kommst mit einem Orca an. Also wie viel? 8000, oder? Ja, also... Wo ist denn der ja, ATM? Ja, das ist nett, es gibt Typ 9000. Lol, hier ist der ATM. Alter, lol, ich kann hier, ach, hier am Schild. Hier am Schild. Okay. Ich will mal gucken, ja, ob man wirklich nicht auf den Rebellen-Outpost drauf zugreifen kann, wenn ich jetzt da drauf zugreifen kann. Ja, das ist lustig. Weil heute Vormittag ging es noch, ich weiß nicht, ob es 12 Euro gepatcht hat. 8000 Dollar, oder? Er hat sie immer auf dem Boden. Leute, ich kann da trotzdem drauf zugreifen, nur by the way. Verstehe ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass du schon mal gewitelistet bist und halt als, Nee, nee. Gewitelistet halt. Musst du dich richtig bewerben, aber vielleicht, weil ich Donator bin. Dankeschön. Bitte. Ich habe nur mal kurz eine Frage. Ich kann gerade auf den Shop zugreifen. Liegt das daran, dass ich Donator bin oder ist das noch verbuggt? Auf welchen Shop? Auf den Rebellen-Shop? Auf den Rebellen-Shop, ja. Weiß ich gar nicht, ich okay, danke. Lol. Hä? Wo ist das Visier hin? Hast du schon drauf gemacht oder im Rucksack? Ich hab's genommen. Ja, ist ein Bug. Wucht aber glaube ich noch gefixt. Okay, okay. Aber hier dürft ihr nichts kaufen. Ja, was von uns? Ich bräuchte eine große Weste. Und verbuggt. Ein Helm mit Mikrofon. Oder daran, weil du Donator bist. Ja, nee, ist vor. Achso, das ist noch ein Bug, ja. Also du hast jetzt keins. Nein. Hast du noch ein bisschen Geld dabei? Kaufst du halt noch? Sonst kaufe ich dir das jetzt schnell und fertig, da gebe ich dir meins und ich gehe dann nach Dr. Medelecount. So. Oh Gott. Oh, wer ist denn in eurer Nähe gestorben? Die große Weste und die Mütze, die sie haben. Keine Sau. Warum kommt denn Frau Dr. Medele? Der kann sie dich heilen lassen, frag gleich mal. Ich lass mich jetzt auch heilen. Wir könnten auch mal wieder eine Spaßrunde machen. Ich weiß es nicht. Die am teuersten ist 12,5, glaube ich. Ja, dann ist das die taktische Weste.
Soll ich dir jetzt einfach schnell eins kaufen und fertig? Weiß ich nicht. Ich weiß bloß nicht, wie teuer das ist. Moment, ist das 5000 oder 8000? Das ist 5000, es war doch nie 8000. Vor allem total affig, da müssen jetzt immer Leute hier abstellen. Ja. Ja, lassen wir uns mal hin, wa? Ja, ich dachte schon, das Medic-Geschäft ist schon zu gefährlich geworden. Nee, nee. 2, return to formation. 3, form on me. X-Tonic, du warst nicht Polizist. Ich glaube, du solltest mal die Waffe aus dem Anschlag nehmen. Wie kann ich dir das sagen? Steuerung doppelt. So, die Westen und der Hof würden insgesamt 16.000 kosten. 16.000. Und ich gleich dann warte immer. Wir sind Herr Lukas. Okay. Also man kann hier gar nicht auf man kann man jetzt auf keinen Post mehr zugreifen? Naja doch, also ich kann auf alle zugreifen. Viel Spaß. Was war mit der Physiotherapie? Sehr nett, wurde von dir gestellt. Hast du dich schon heilen lassen, Dina? Ja, stimmt, der Arzthelfer. Herr Doktor, ist es möglich, dass Sie mich schnell ein bisschen heilen? So ein paar Pflaster und Salbe wäre ganz gut. Ich habe da so ein paar Verletzungen. Haben Sie die denn schon gemacht, die Physiotherapie, oder noch nicht? Ja, ich war heute bei meinem zweiten Termin. Und die Physiotherapeutin hat mich sehr gelobt. Okay, vielen Dank. Geht schon viel besser. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, okay, ja. Du weißt, dass der Heilungsprozess gleich viel schneller ist. Heute ein bisschen hartnäckiger. Ah, ja. Das ist interessant zu wissen. Frauen haben doch immer heilende Hände, nicht wahr? Ah, endlich geht's wieder besser. Kein Problem. Also, ja. Der flirtet. So ein Schwein. Gleich umschießen. Ja. Womit flirtet er denn, oder wie flirtet er denn mit Frau Dr. Ehlen? Nicht so gut wie ich. Halt. Schöne Frauen und so. Ja, ich glaube, das macht jeder mit der, oder? Glaube ich auch. Wenn du sie Idee halt länger kennst, oder ich sag mal, so 2-3 Tage die du schon kennst, dann denk mal auf jeden Fall, ja. Weil der weiß halt, dass sie für sowas gerade zu haben ist. Naja, holst du jetzt noch ein RCO, das wirst du schon brauchen und dann geht's los. Was? Ein RCO, Visier. Ja? Ja. Und das ist nirgends bei dir? Nee, gar nicht. Ja, wieso nicht hier? Weißt du, wo das nächste ist? Da müssen wir übelst weit fliegen. Warte mal, das ist der einzige Rebellen-Shop jetzt, oder? Ja. Nee. Es gibt nur noch den einen, doch? Echt? Ja. Deswegen, du kaufst das jetzt hier oder nicht? Alter, was hier an Helis reingekommen. Richtig cool, finde ich. Ja, wo ist denn der eigentlich vom ATM? Können wir nicht zum Donator-Shop hin? Ja, da gibt es nur andere Visiere. Also, musst du jetzt wissen, welches dir lieber ist. Ob du das jetzt noch einfach mal schnell holst, weil du sagst, es ist weggepackt oder so? Oder ist es mir kaputt gegangen? Ich habe zu fest ins Glas geguckt. Ja, Flimme, ich brauch's ja eh nicht, derweil. Du brauchst das. Alter, dann nimm jetzt meins und ich kauf eins. Und wir das debuggt jetzt wieder. Du likest es mir jetzt einfach in den Rucksack rein. Okay. So. Jetzt habe ich eins. Das dachte ich mir. Wo ist denn ja der ATM? Also, dass der hier irgendwo ist, ja, aber... Kann ich denn eigentlich wieder so gechillt gehen? Doppel W und S gleichzeitig. Oh, meine Klöten sind so schwer. 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 So, frisch aus Russland importiert, das sieht gut aus.
Mir ist gerade was Blödes passiert. Ich habe gerade so fest in mein Visier geschaut und jetzt ist es kaputt. Ich bräuchte noch mal ein neues für die 8000. Dieses RCO bräuchte ich noch mal. Alter, ich verstehe gerade gar nichts. Also ich verstehe sie ganz schlecht, können wir ein Stückchen weggehen? Den verkaufen wir leider nicht an Zivilisten. Warum nicht? Also ich habe zu fest in... Ja, ich habe dazu fest reingeguckt und plötzlich sind die Gläser gesprungen. Das war sehr merkwürdig. Und da bräuchte ich jetzt nochmal ein neues. Das ist höchste Qualität hier, also das kann gar nicht zerbrechen. Ja, ich glaube, das ist ja aus Stratis importiert, oder? Die stellen ja da nur minderwertige Qualität her. Getragenen Kampfanzug. Problem. Ja, den normalen Kampfanzug. Montagsprodukte, die ich kam, aber normalerweise unter der höchste Qualität. Naja, mal gucken, ob das nächste dann länger hält. Ich hoffe es doch sehr. Nee, gibt's ein Problem. Ich hab noch zwei Bilder, aber... 100 Meter die Haare 1 und 10. Und wenn der mal im Setsche die Klappe hatten würde, könnte man auch sprechen. Gibst du mir einen getragenen Kampfanzug? Das letzte hatte ich jetzt nicht verstanden von Ihnen. Zeig mal den Kampfanzug. Okay. Den hat er lustig an hier. Ich will zum Strampelanzug, was der Herr Kollege hat. Ja, an, der Opa, der guckt ganz toll aus in dem Ding. Ja, dann nimmst du mir. Also das wäre der Kampfanzug, das wäre der normale. Ja, genau, der kommt sehr flach rein. Das ist der getragene Kampfanzug. Da gibst du mir einen normalen Kampfanzug. Angeber. Dann noch die Weste, die du da anhast. Ich kenne ja gar nicht. Welchen jetzt denn? Den getragenen oder den? Womit gibt der denn an? Lol, wer fliegt da mit meinem Heli weg? Alter, wehe, ich schieß dich da um. Eiskalt. Wieso? Dann wird doch was explodieren. Nee, wenn ich einen Rekruter wegschieße, dann kriegt er Panik und landet. Rekruter? Rekruter. Jetzt hab ich dem Geld gegeben, gibt ihr mir mein Zeug noch, oder? Sonst gehe ich gleich selber hin, da kann er sich da 1000 in den Arsch stecken, dann mache ich hier gar nichts mehr. Ja. Pop, Mucke. Und bei mir hat es auf den Boden gelegt, aber da ist es weggebackt. Weil du es wahrscheinlich so aufgenommen hast und nicht übers E-Inventar, ne? Was? Weil du so auf das Visier geguckt hast und dann mit Mausrad das aufgehoben, richtig? Ja. Ja, dann backst du es weg. Okay, ja, das weiß du ich nicht. Du musst dich da ungefähr draufstellen, musst in dein Inventar öffnen, du musst das links in der Leiste gelistet sein. Musst du das da, wird es erst im Rucksack tun, wenn es geht, und dann auf die Waffe erst setzen. Okay. Das ist so deine geringste Chance, das Ding weg zu, nicht wegzubacken. Ich hoffe, der kracht gleich irgendwo rein, ey. Du hier! Das ist sehr schön. Alter, gibt dir jetzt mir noch ein Visier oder was? Ich meine, Alter, ich hol mir jetzt selber eins, geh kacken, Alter. Genau, wenn die TSA-Leute hier vorbeigucken, nee, also, dann kommt gleich wieder. Schulden mir noch Geld. Muss ich noch ein bisschen Geld eintreiben. Krieg ich das jetzt noch, oder? Irgendwie ist es doch nicht besser geworden mit den Pete's Meat Kids. Doch, es geht schon. Herr Olaf, schlägt ihn hier mal hin, ihr RCO. Ja, okay. Ich hoffe, das hat jetzt eine bessere Qualität als vorhin. Vielen Dank. Neu. Das haben wir extra für sie anfertigen lassen. Oh. So, was haltet ihr davon, wenn ich noch ein bisschen eine Runde Weed hole? Lol. Also das Weed scheint ihrer Stimme nicht gut zu tun. Ich glaube, ich werde aufhören zu rauchen an ihrer Stelle. What the fuck habt ihr für Probleme? Bisschen Marihuana kann nie schaden. Naja, wenn es reines Marihuana ist, ja, aber bei dem Prozessor hier auf Altes habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass der da ein bisschen komisches Zeug mit reinmischt. Aber den darfst du auch nicht prozessen, da musst du woanders hingehen. Oh, geheime Quellen. Der Opa, der ist hier nur bei feinster Qualität, tut er abgeben.
Sonst läuft das nicht. Erkennen Sie ja, sehr wohl. Und wo genau gibt's die feinste Qualität? Das wäre mal gut zu wissen, weil ich bin ziemlich unzufrieden mit meinem. Ach, das ist geheime Quelle hier. Das darf nur der Opa wissen. Ach, das kann man doch ruhig mal preisgeben. Magst du selber? Machst du es dir selber? Nee, dafür bin ich schon viel zu alt. Okay. Ich hab nicht mehr. Das ist ein Freund von Manfred? Nee, der Thomas ist viel cooler. Audi-Bursch. Und der Opa kommt dann gleich mal wieder, ne? Ich wollte ihm zwar jetzt noch sagen, dass er sich da wie Akro hören soll, wenn es nicht mehr so gut geht, aber nein. Was war salutieren, ey? Ah, das war hinsichtlich, ich verwechsel das immer. Ah, jetzt. Naja, gut, ich habe alles. Und die schulden mir jetzt 8000. Wenn ich das nächste Mal ein Visier kaufe, sage ich denen das. Ach nee, die haben es mir gegeben. Ach Quatsch, stimmt ja alles. Hat zwar ewig gedauert, aber... Also es gibt auf jeden Fall eine coole Unterhaltung. Dafür ist es ganz cool, so ein Treffpunkt hier für Rebellen. Ich dachte vorhin echt nicht, ich nehme den Stein mit. Ich glaube, das hätte wehgetan. Wir fahren gerade die Donator haben jetzt vom Frogleg rum. Okay. Wir können denen ins Gesicht kacken. Das klingt gut. Was wollen sie machen? Wollen sie mir ins Gesicht kacken? Alter, ich krieg meinen Hummingbird nicht auf jetzt. Soll ich dich mal... LOL. Rebel Poop Monkey. Bin zwar schon fast da, aber... Ja. Auf der Hälfte, mir ist egal, wenn du noch zwischenlanden willst. Ich nehme dich mit meinen Hufen mit. Hinten ist eben so eine Schlaufe am Rucksack. Da fällst du ein. Ja, wir können es gerne mal probieren, ja, gucken, wie das geht. Nein. Ich hasse Hummingbird Fliegen, hab ich das schon mal gesagt. Alter, du bist noch nicht auf der Hälfte. Kacken, Alter. Dann lass mich halt aufsteigen. Au, ja. Aufsteigen. Du bist so nah! Der ist tot. Dein Hummingbird ist hin. Hä? Ist er hin? Ach. Ja, guck mal, wie die fahren, Mann. Was ist das? Lol, was ist mit Slash jetzt? Arzt, Dr. Sommer, kommst du? Der geht gerade übelst ab. Was ist hier los? Mach auf, sperr auf. Achso, sorry. Alter, was geht hier ab? Ich will den hinterher, ich will das mal kurz beobachten. Oh mein Gott! Ah! Ist das Polizei hier vor uns? Kannst du mal gucken. Immer. Ja, Lieutenant Swabby. Okay, ich bin mit. Oh mein Gott! Was ist hier los? Guck's ja. Wie den Orangen da unten. Ja. Sinister, er ist sinister. Was ist denn das? Sind das SUV oder? Ne, ist eine Sportlimousine und so schnell wie der fährt. Ja. LOL, voll die Geile! Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt in sowas reinrutschen. Und jetzt so ein Radio-Report. Was kommt da in Orkerstadt? Mein Orca. Ja, wir sind hier auf der Bundesstraße. Was macht er jetzt? Jetzt dreht er um. Er ist völlig außer Kontrolle geraten. Er stürzt Komm, ab. Zurück zum Studio. Wo ist er jetzt? Das Ding gar nicht. Der steigt da aus oder schießt er jetzt? Ich weiß nicht, ich hoffe, der schießt jetzt nicht. Der darf nicht einfach random Defense machen, wir haben nichts damit zu tun. Der ist auf jeden Fall ausgestiegen. Ich glaube, der beschießt die gleich, der wollte die beschießen oder so. Muss hin der Sport, ich sehe ihn jetzt da gerade nicht mehr, aber... Ich auch nicht. Ah doch, der läuft da auf dem Feld jetzt. Wo? Rechts auf dem Feld entlang. Gerade halt drüber, ne, sehe ich nicht. Rechts auf dem Feld. Also... Das Feld jetzt Richtung Flughafen wieder. Auf dem Feld läuft er. Ach so. Ja. Es ist bestimmt schon hinten einen kleinen Waldstreifen drinnen. Den echt nicht. Die Polizei ist auch da vorne gelandet. Die verfolgen den gerade. Ah ne, das ist der ADAC. Nee, komm mal, die rennen da unten auch auf dem Feld. Die rennen zwei Polizisten gerade. Officer Nico Meyer und Hero Camper. Und da ist, da läuft jetzt der...
Ich sehe gar nichts, ich habe null Plan, was du gerade meinst. Okay, da unten, links unten von uns, direkt neben der Straße sind drei Gestalten. Drei? Ich sehe da das Auto. Hinter uns an der Brücke. Ach da, jetzt hab ich's. Ach, die nähert sich jetzt dem Auto, aber der ist doch weggelaufen. Wo, ja, der ist nach hinten gelaufen, der ist jetzt... Schreibt ihr das mal? Dem Bach auf... Aber ist das ein Sanitäter? Keine Ahnung. Schreibt ihr das doch mal. Nee, das sollen sie schon rausfinden hier. Nee, ist halt unmöglich. Officer Nico Meyer. Ich weiß halt nicht, wo die hingelaufen sind, du kannst es am besten beschreiben. Ich glaube, der Lister schreibt mich gerade an, lande und hol mich hier raus, werde gesucht, gib dir 500.000. Ah, der ist unter uns! Echt? Oder? Ja, der ist unter uns! Komm, was ist Spaß da? Machen. Ja, kannst du machen. Bitte abdrehen, schreibt er gerade. Wer? Der Polizist. Ja. Und dreh halt ab? Nö. Nee. Ich lande jetzt hier. Warte, ich will nicht sterben, Alter. Mit Treibstoff ist alles, sag ich einfach. Wo ist der? Ich weiß es nicht, der war vorher hinter uns. Hassel Vorbis, ich hab hier Hammets neuen Visier. Ich sehe es nicht mehr. Ich will jetzt auch nicht ewig stehen bleiben, sorry, aber. Nee. Über uns schwebt, glaube ich, der Polizei-Heli, ja. Okay, ich verpiss mich dann jetzt von hier. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist wieder. Kann ich mir jetzt meinen Heli kaufen? Ja, warte, ich muss dem jetzt noch zurückschreiben. Ich Steuerung über dich. So, wo müssen wir jetzt? Zurück zum da. Heliport. So, Helikopter, genau. Oh Mann. Brian versucht auch immer wieder drauf zu kommen. Unter dir, warte am Wasser und ich komme. Wie er kommt. Ich lande jetzt am Wasser. Wasser? Keine Ahnung. Ich sehe den gar nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ich war unter dir, wir sind gerade gelandet, du. Kannst du dem Sinister bitte mal schreiben, wissen? Ich muss. Ich lande jetzt hier, entweder der sieht das oder der hat jetzt Pech. Da kommt er, oder? Was, wer kommt da von der Seite? Von, ich glaube, da kommt... Rechts. Von rechts, ja. Da kommt irgendwas. Durch die Schilf gleich. Ja, das ist Sinister. Jetzt kannst du fliegen. Flieg, 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 weg, flieg, weg, 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 Rebellengebiet, schnell! Swing! Swing! Ja, dann willkommen an Bord. Flieg um dein Leben, Junge! Ja, die machen doch nichts. Alter, die fliegen uns, glaube ich, hinterher. Sollen sie? Ja, wir kennen uns, Baby. Sofort landen, allgemeine Verkehrskontrolle. ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass ich eine allgemeine Verkehrskontrolle bekomme und ich soll landen. Das werde ich jetzt mal machen, okay? Ich gebe dir 500.000. Nein, das also fliege ich nicht durch. Rebellengebiet. Ja, ja. Bitte. Ich mache es auch für 200.000. Ist mir egal, der Spaß ist mir wert. Was ist eigentlich, was mit, ist Kings eigentlich mit Kings passiert? Ja, die sind weg, Alter. Jetzt wissen die uns einfach. Ich bin direkt hinter uns. Ja. Oh Mann, 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 Mann. Toll, unter uns ist er. Pass auf. Alter.
Alter, was machst du? Der ist unter uns. Was hast du? Jetzt ist er hinter uns. Alter, bitte liefer mich nicht aus, ey. Dann bin ich voll gefickt, ey. Nein, wirklich nicht. Was machst du denn? Wo fliegst du hin? Wo fliegst du hin? Einfach nur Rebellengebiet DP-14 und dann bin ich sehr sicher. Alter, du musst rechts drehen. Ja, mach ich gerade. DP-14 will er hin. Ich wollte nämlich eigentlich zum Landen zwingen. Keine Ahnung. Wir können sie dich nicht schießen. Nicht über die Grenze, nicht über die Grenze, nicht über den Checkpoint.